Stadt im Bergwerk Felsen. Ich habe hier den Herrn Grevenich bei mir und der wird uns die spannendsten Orte hier zeigen und erklären. Ich bin mal gespannt. So, was ist denn beim Bergwerk Felsen bei Dreharbeiten zu beachten? Also zu beachten ist auf jeden Fall bei Filmaufnahmen, dass Sie Ihr Equipment mitbringen. Insbesondere die elektrische Leistung muss vorhanden sein. Unser Stromnetz ist ausgelegt auf 10.000 Volt, 5.000 Volt, 1.000 Volt. Die Dreharbeiten gehen bestimmt mit 220 Volt. Da müssen Sie halt eben gucken, dass Sie die nötigen Umformer dabei haben. Und ansonsten von der elektrotechnischen Seite gibt es da nichts zu beachten. Mhm. Und was sind die Vorteile hier, wenn man im Bergwerk Felsen drehen möchte? Hier im Erlebnisbergwerk haben Sie die Möglichkeit, die bergpolizeilichen Verordnungen etwas zu umgehen. Insbesondere natürlich mit Ihrer Kamera, die halt eben hier ist. Die muss normalerweise schlafwettergeschützt sein. Das brauchen Sie hier nicht. Und Sie können dort hautnah können Sie das bergmännische Leben filmen. Und das Ganze mit echtem Grubenfeeling gepaart. Genau so ist es, mit echtem Grubenfeeling gepaart. Das Einzige, was Ihnen hier fehlt, ist natürlich der Staub und der Lärm gegebenenfalls, der Sie doch um einiges beeinträchtigen würde. So, jetzt sind wir hier im Stollen. Man sieht hier ganz toll, wie man einen Eindruck von einer Grube unter Tage hat. Im Hintergrund sehen wir eine Wand, die extra für den Tatort das Schwarze Grab präpariert wurde, um noch mehr dieses Grubenfeeling hier zu haben. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil man hier nicht wirklich unter Tage ist, sondern ebenerdig drehen kann. Und das ist sehr praktisch und trotzdem sehr authentisch. Katastrophe!